sehr was die malen. Und hier ist euch die Burm. Ja, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, ich bin mit dem Radl unterwegs. Ja, wieder mal Stromradl ausführen. Und da ein bisschen bei unseren Feldwegeln unterwegs. Und habe jetzt auch diesmal mein Rode-Mikrofon umgeschnallt. Natürlich wieder die Hero 9 am Start. So, jetzt geht es ein bisschen gemütlicher. Ja, und ich habe mir gedacht, nehme die Kamera und euch mit. Schauen wir mal, wo es hingeht. Offenes Ziel. Ja, wie immer habe ich natürlich ein Pech. Bin ich gerade stehen, weil ich was an der Kamera umgestellt habe. Und natürlich ein 10 Meter von mir ein Reh über den Weg. Schaut mir an und rennt rein ins Guggerutzfeld. Nicht in das, das war schon vorher. Naja, was ist das Nächste? Herrlich. Ja, wir haben jetzt entschieden, ich fahre da ein bisschen durch den Wald durch. Keine Ahnung, wie die Wege ausschauen. Ich lasse mich überraschen. Ja, Freunde, ich habe mir gedacht, das kann ich euch nicht vorenthalten. Schaut euch diese Königskerzen an. Also ich bin 1,70 mit ausgestreckter Hand. Sicher über zwei Zähne. Und das sind nochmal 50, 60 cm bis da ganz auf. Das ist ein Wahnsinn, gigantisch. So was habe ich selber auch noch nicht gesehen. War super feucht. Ja, der Wald ist nicht wirklich so ein richtiger Schwammerwald. Da wird man kaum was finden. Die ganze Atmosphäre und die Ruhe darin. Gigantisch. Ja, da einfach nur durchrollen ist schon gigantisch. Das ist wirklich herrlich ruhig. Es ist auch kein einziger Schwammerlgeruch da. Naja, wie gesagt, der Wald ist nicht wirklich für Schwammerl optimal. An einem Stück weiß ich, wo ab und zu was war, da habe ich einmal Parasol gefunden. Aber an der Feuchten her weiß ich optimal. Der Hochstand. Ja, sicher nicht, wie der Weg unter mir ausschaut. Aber wir werden da schön gemütlich fahren. Bin nicht auf der Flucht. So, jetzt fahren wir da noch ein Stück durch den Wald durch. Das ist jetzt nicht mehr so weit. Und dann kommen wir zu der Motocrossbahn. Da mache ich dann noch ein kleines Pausel. Da hat uns einer was über den Weg gelegt. Ja, drüber springen tue ich nicht. Da haben wir es gemütlich drüber. Und geht schon weiter. So. Die Motocrossbahn hat mich. Ah, ich glaube, die Schaukel ist eher was für Lilliputaner oder für Kinder. Ich sitze da am Boden und die Schnur ziehe ich wahrscheinlich auch schön die Länge. Ja, ich mache mir es lieber beim Tischl und beim Bangerl gemütlicher.
und da trinke ich jetzt mal einen Kaffee. Ah, das Liftal tut auch gut. Mir wundert ein bisschen, ich höre gar keinen Lärm von einem Motorflieger. Ist auch kein Segelflieger, die irgendwas unterwegs, die Mittagspause. Ich meine, es ist gerade 14:15 Uhr. Ja, ich habe jetzt auf Weitwinkel gestellt, weil auf linear geht sich das Ganze nicht aus. Ich habe kein Stativ heute dabei. Ich habe das jetzt auf Armeslänge von mir. Normal mag ich das nicht, wenn die Kanten so bogen sind, aber das ist jetzt einmal eine Ausnahmesituation. Heute gibt es einmal einen kalten Kaffee. Mit früh gefreut. Man hört schön Flieger. Start schon einer. Ja, Freunde, das soll heute gar keine Mordstour werden, sondern einfach einmal eine kleine Runde, nur um das Mikrofon zum Testen. Und vielleicht fahren wir noch ein bisschen mit dem Schalkern. Schauen wir mal, wie es Wetter wird. So, da sind wir jetzt einmal auf der Motocrossbahn MX Spitzerberg. Und da sind die Öffnungszeiten, was das Ganze auch kostet. Strecken ist offen. Und ja, kleiner Rundblick. Da unten Flughafen Spitzerberg. Das helle, was da hinten seht, ist eine Tomatenplantage, riesengroß. Haben spitzenhafte Tomaten. Werden eigentlich überall hin verschiffert, so viel wachsen da. Mein Hausbergerl, der zahlt sich natürlich bis da hinten. Wirtschaft. Und ja, das ist halt meine Gegend da, wo ich halt gern unterwegs bin. Und wenn ihr wollt, schaut jetzt mit euch einmal auf so einen Sprunghügel, dass das einmal auch seht, wie das ausschaut, der Blick von dort. Ja. Gut, da sieht man jetzt nicht viel, weil die ganzen blauen Furz sind, da geht es bergauf. Und da gehen wir jetzt einmal auf den Sprunghügel auf. Sprungturm, Sprungschanzen, was weiß ich, wie sich das nennt. Ich bin ja kein Motocrossfahrer. Oh, ich glaube, da wird es steiler. Uiuiui. Naja, wird man wahrscheinlich gar nicht so sehen, wie steil das da ist. Die Strecke ist da gar nicht so klar. Ich blende euch vielleicht einmal ein Bild ein von Google Earth, dass man sieht, wie die Strecke da verrennt. Blende euch jetzt ein. Ja, und da ist eigentlich auch immer viel unterwegs und ganz schön was los. Und dass man sich mal vorstellen kann, die Kamera steht jetzt in der Waage. Da sieht man, wie steil das da ist. Ein Wahnsinn. So, und jetzt geht's schön langsam retour. Da sind gerade zwei. Stehen Sie und schauen Sie. Ja, Freunde, ich weiß, ich bin ein böser Bube. Aber so frischen Kugelhutz an kleinen kann ich nicht widerstehen. Den buge ich mir eh nur aus. Ich mag diese kleinen, die kannst du einfach so verspeisen. Ja, so klein sind die Maiskölbchen ja optimal. Hui, da war es ganz schön überschwemmt. Ach, geht schon. Und dann sind sie noch richtig süß, urwach und knackig. Habe ich urgern. Blick aufs Hausbergerl und ein bisschen noch an Lost Place. Gibt es vielleicht auch da? Naja, Lost Place, Lost Teil vielleicht. Da seht ihr einen Sattelzughänger, der ist einmal abbrennt. Der liegt jetzt auf der Seite, da oben sieht man noch die drei Achsen. Der ist jetzt angefüllt mit Paletten. Ja, und so ist er jetzt umfunktioniert als kleine Halle. Blöd kann es sein, du musst nur zu helfen wissen.
weiter geht's heim.